Ich lese das Solinger Tageblatt, Samstag, 4. Januar 2020. Und auf dem Titel gibt es eine dpa-Meldung, Streit nach Silvesterattacke. Streit nach Silvesterattacke. Sachsen will keine rechtsfreien Räume dulden. Warum man neuerdings sowas mit Bindestrich schreibt, ist mir nicht klar. Entweder das sind zwei Wörter oder man schreibt es zusammen. SPD-Chefin Saskia Esken stellt Polizeikritik in Frage und wird kritisiert. Leipzig, Punkt. Nach der Randale in der Silvesternacht mit einem schwer verletzten Polizisten in Leipzig will Sachsens Innenminister Roland Wöller im Leipziger Problemviertel Konnewitz mit Polizeipräsenz für Sicherheit sorgen. Man werde das nicht hinnehmen, sondern der Rechtsstaat werde mit allen zu ihm Gebote stehenden Mitteln und Möglichkeiten rechtsstaatlich vorgehen, kündigte der CDU-Politiker am Freitag bei einem Besuch in Leipzig an. Zitat Anfang. Wir werden in Leipzig, aber auch in Sachsen keine rechtsfreien Räume dulden. Zitat Ende, fügte Wöller an. Unterdessen geht die politische Diskussion über den Vorfall weiter. Vor allem die SPD-Vorsitzende Saskia Esken wurde für Aussagen kritisiert. Sie hatte das Vorgehen der Polizei in Frage gestellt. Zitat, im Sinne der Polizeibeamten muss jetzt schnell geklärt werden, ob die Einsatztaktik angemessen war. Zitat Ende, sagte Saskia Esken den Zeitungen der Funke-Gruppe. Sollte eine falsche Einsatztaktik Polizistinnen und Polizisten unnötig in Gefahr gebracht haben, läge die Verantwortung dafür beim sächsischen Innenminister. Unmittelbar nach so einem Einsatz falle die SPD den Beamtinnen und Beamten in den Rücken, twitterte der FDP-Bundesvorsitzende Christian Lindner am Freitag. Der ehemalige SPD-Bundesvorsitzende Sigmar Gabriel schlug auf Twitter vor, angesichts der massiven Silvestergewalt besser über die Gewalttäter zu reden. Zitat, die muss man politisch, medial und mit Polizei und Justiz bekämpfen, statt aus der Ferne über die Strategie der Polizei zu schlaumeiern. Zitat Ende. Kritisierte der Ex-Vizekanzler, dpa. Tschüss.